Am heutigen Tag ging es in der Kommission 2 um die Chancengleichheit der Bildung. Inhalt der Debatte war, dass Bildung einen höheren Stellenwert gerade in Entwicklungsländern erhält, unabhängig von Geschlecht und Herkunft. Der wichtigste Gesichtspunkt dieser Debatte ist natürlich, für die Entwicklungsländer eine bessere Bildung zu erlangen und vor allem auch die immer noch stark vorherrschende Diskrepanz zwischen Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen in Bildung und auch deren Ansehen in den Entwicklungsländern zu bekämpfen. Dabei wurden besonders die Länder kritisiert, in denen Kinderarbeit noch stark vertreten ist. Es wurden von diesen Ländern jedoch auch Konzepte vorgestellt. Ausländische Unternehmen, die in Indien für sehr geringe Löhne produzieren, stärker zu sozialer Verantwortung zu zwingen. Das bedeutet, dass Unternehmen besser kontrolliert werden, das heißt, dass keine Kinderarbeiter vorhanden sind. Außerdem, dass eventuell von diesem Profit, den sie dort erwirtschaften, Bildungsmaßnahmen für die Bevölkerung ermöglicht werden. Venezuela verdeutlichte jedoch, dass nicht nur die Bildung der Kinder, sondern auch die der Erwachsenen wichtig sei. Ein Vorschlag Benins war die Einführung eines Kontrollgremiums, das zum Teil aus Entwicklungs- und zum Teil aus Industrieländern besteht und überprüft, ob die Bevölkerung aller Länder die gleiche Chance auf Bildung hat. Die Mentalität in den Entwicklungsländern so geändert wird, dass die Eltern bereit sind, ihre Kinder in die Schule zu schicken und auch die Kinder nicht auf den Feldern arbeiten müssen, um als Altersvorsorge für die Eltern zu dienen. Trotzdem sei die Umsetzung schwer, denn die Staaten ohne Bildungsmöglichkeiten brauchen Geldmittel und die volle Unterstützung anderer Staaten, wie es schon in Paraguay erfolgt ist. Die USA wollten jedoch nicht mit Geld, sondern mit personeller Unterstützung und Material helfen. Die Kommission 3 für nachhaltige Entwicklung hat nach langer Debatte heute einen fertigen Resolutionsentwurf verabschiedet zum Thema Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls. Die 25 Delegierten diskutierten lange über den Klimawandel, dessen Folgen und die Maßnahme gegen ihn. Dabei lenkte der Vertreter von Greenpeace International den Blick auf die Hauptverursacher des starken Treibhauseffektes und machte seine Meinung mehr als deutlich. Wir haben wesentlich stärkere Maßnahmen dafür gefordert, dass man Entwicklungsländern hilft, sich dem Klimawandel anzupassen. Wir haben im Wesentlichen mehr Entwicklungshilfe für die Entwicklungsländer gefordert, weil die damit alleine gelassen werden. Diese Entwicklungsländer haben keine Chance, sich dem Klimawandel anzupassen und die benötigen das Geld. Die sind die Ersten, die davon betroffen sind. Mit nur einer Gegenstimme wurde anschließend der Resolutionsentwurf verabschiedet, der ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls fordert und auf mehr regenerative Energien setzt. Außerdem sollen mehr multilaterale und interkontinentale Maßnahmen getroffen werden. Greenpeace International war damit nicht zufrieden. Wir als Vertreter von Greenpeace International sind mit dem Resolutionsentwurf überhaupt nicht zufrieden, weil wir einfach der Meinung sind, dass in diesem Resolutionsentwurf nichts gesagt wird. Man kann genauso gut gar nichts abgeben und wir hoffen einfach, dass vom Visorat dieser Resolutionsentwurf zurückkommt. Die nichtstaatliche Organisation Greenpeace International rief heute zum Kampf gegen den Klimawandel auf. Mit einem Demonstrationszug zogen die Greenpeace International Vertreter durch das Landeshaus, um die Delegierten der UN auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Dabei schreckten sie nicht vor den laufenden Debatten der Gremien zurück und wurden mehrmals des Raumes verwiesen. Sie klagten die Staaten Deutschland, Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika, China, Großbritannien und Indien an, maßgeblich den Klimawandel zu verursachen. Auf ihrem Protestmarsch fanden sie neben Unterstützern auch Gegner. Rettet die Welt, sie steht am Abgrund und wir haben ihr nicht geholfen. Dabei versuchten die Vertreter von Greenpeace International nicht nur Delegierte der Klimakonferenz, sondern auch Mitglieder der anderen Gremien zu gewinnen. Im Folgenden nimmt die Delegierte Femke Langbeen des Staates Kuba, vertretende Menschenrechtsrat, zu den amerikanischen Vorwürfen Stellung. Die Delegation Kuba möchte hiermit die einseitige Form der Kritik an Kuba, die von der amerikanischen Delegation gestern geübt wurde und besagt, dass Kuba nichts als eine menschenrechtsfeindliche Diktatur ist, widerlegen. Die westliche Sicht auf Menschenrechte ist und bleibt eine eingeschränkte Sicht. Sie wird bestimmt durch spezifische historische Erfahrungen, die für die nicht-westliche Welt so nicht wiederholbar sind. Durch politische Interessen,
durch Ausblendung sozialer Unterschiede und durch einen globalen Machtvorsprung des Westens, den dieser nicht preiszugeben bereit ist. Westlich definierter Universalismus ist ein Widerspruch in sich. Dies gilt auch und gerade für den Anspruch des Westens und insbesondere der USA, die Universalität von Menschenrechten zu verkörpern oder gar verwirklicht zu haben. Würde und Souveränität für die, für alle, sind mit kapitalistisch bedingter Ausbeutung, Ausgrenzung und Fremdbestimmung prinzipiell unvereinbar. Hier geht Kuba mit gutem Beispiel voran. Die kubanische Regierung legt besonderen Schwerpunkt auf die Durchsetzung von sozialen und kulturellen Menschenrechten. Dazu gehören das Recht auf Bildung, Arbeit und Gesundheit, national und international. Das waren die Moon News. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.